Hallo Leute, heute ist wieder ein neuer Tag und wir haben heute wieder ein neues Rezept. Heute machen wir Schinken, Käse, gebackene Palatschinken. Und seid gespannt, ich zeige euch jetzt unser Rezept. Das sind unsere Zutaten. Wir brauchen 3 Eier, 1 Liter Milch, eine Dose Mehl, 3 Löffel Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Schlagobers, Schinken, Cremekäse und gestrichene Käse. Das sind unsere Zutaten. So, jetzt als erstes, was wir beginnen, ist unsere Palatschinke. Das nächste ist 1 Liter Milch. Jetzt müssen wir es umrühren. Da jetzt brauchen wir unser Mehl. So, danach kommt unser Zucker. Jetzt brauchen wir unser Vanillezucker. Und unser Backpulver. Jetzt müssen wir alles mixen. Wenn es schon so gut gerührt ist, sind wir fertig. So, wir sind schon fertig mit Umrühren. Jetzt machen wir daraus Palatschinken. Das erste, was wir brauchen, ist ein bisschen Öl. Wir warten, bis es warm wird. Jetzt ist es warm. Wir geben einen Löffel rein. So, wir lassen das jetzt für 3 bis 5 Minuten und wir müssen es eingeben. Jetzt müssen wir es erstmal umrühren. Wir müssen jetzt 3 Minuten warten. So, jetzt sind wir fertig. Wir machen 10 bis 12 Stück Palatschinken. Jetzt müssen wir Öl reingeben und ein bisschen rühren. Wir machen 10 bis 12 Stück. Jetzt machen wir zu diesen Schlagobers zu Schnee.
Damit machen wir Schnee. So, jetzt schaut es aus wie Schnee. Jetzt müssen wir den Käsecreme benutzen und mixen. Hallo Leute! So, wir machen jetzt den Schinken leer, Palatschinke, Käse und Schinken. Wir geben zuerst mal 4 Stück bei den Ecken. Danach, wenn ihr es fertig habt, gebt ihr Schinken drauf. Mindestens 6 Schinken. Oder ihr könnt mehr reingeben, wenn ihr es wollt. So, jetzt müssen wir den Käse reingeben. Ihr müsst es aber ganz schön voll machen, dass man fast den Schinken nicht mehr sehen kann. Jetzt geben wir den Schnee. Ihr müsst es schön gerade machen. So, jetzt geben wir wieder den Schinken. Und jetzt nochmal die Palatschinke. Wir müssen 2 Stück hingeben, dass die Mitte verdeckt ist. Wieder den Schinken. Jetzt geben wir noch mal den ganzen Käse rein. Jetzt müssen wir den Käse gerade machen. Wenn ihr fertig seid, gebt ihr 2 Palatschinken in der Mitte, wie vorher.
Dann macht ihr die Enden zu. Wenn ihr fertig seid und alles geschlossen habt, wie so, gebt ihr Käse drauf. Und schön verteilen. Wenn ihr das ganz schön verteilt habt, gebt ihr es dann in den Ofen. Jetzt geben wir es in den Ofen rein. Grad bis 10 Minuten. Jetzt sind wir fertig. Schaut lecker aus. Wir lassen es jetzt kühlen, damit wir es später essen können. So, jetzt ist es abgekühlt. Jetzt schneiden wir es durch. Jetzt nehmen wir den einen Stück auf den Teller. Schaut lecker aus. Ich werde es jetzt kosten. Es schmeckt sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr werdet es auch ausprobieren. Ich hoffe, ihr werdet auch Spaß haben. Bitte nicht vergessen, subscribe, like and share. Have a nice day.